Ja, hier habe ich jetzt drei Strategien für dich, was du am Beispiel einer Übung eben ausprobieren kannst. Die Übung lautet, dass du dir eine Alltagsbeschäftigung aussuchst, was nicht zu lange dauert, aber täglich eben ausübst. Und Strategie 1 ist, dass du so eine Tätigkeit von dieser regelmäßigen Beschäftigung aussuchst, welche dir kaum Energie kostet. Und nicht nur das, sondern was dir womöglich auch leicht fällt und eben Spaß macht. Das könnte sein, dass du nachmittags zum Beispiel regelmäßig trinkst du deinen Tee mit Keks oder eben deinen Kaffee. Und dann kommt gleich auch schon die Strategie 2 dazu. Und das heißt, dass bevor du diese Tätigkeit jeden Tag eben angehst, stellst du ein Stoppuhr für 30 Sekunden. In dieser Zeit kannst du entweder sitzen oder stehen oder kannst auch laufen. Also du kannst ja auch einfach rausgehen und versuche dich dann jetzt ganz langsam an die Ruhe heranzutasten. Und vielleicht musst du die ersten Male diese 30 Sekunden sogar auf 10 oder 15 Sekunden runterschrauben und nur so, also weniger Zeit einplanen. Aber das Wichtigste ist, dass du es jeden Tag versuchst und diese bewusste Stille dann sozusagen direkt vor deiner Routine am Tag passiert. Dritte Strategie, dass du, wenn die Übung beginnst und die Stille eintritt, du einfach mit Neugierde dann eben lauscht. Anstelle mit Bedenken gehst du mit Neugierde heran. Das heißt, dass du vielleicht beobachten kannst, okay, ja, was will denn mein Herz mir sagen? Oder was sagt mein Körper? Zuckt es irgendwo? Oder ja, welche Gedanken habe ich jetzt gerade? Worauf freue ich mich denn noch heute oder morgen? Und du musst nicht Fragen stellen. Du musst auch nicht sofort was spüren. Das ist auch ganz normal oder erlaubt, dass du dabei vielleicht gar nicht wahrnimmst. Es kommt dann mit der Zeit. Es heißt, dass je öfter du dann aber auch immer wieder das eben meisterst, und das ist das Wichtigste, dass du das versucht hattest, kannst du dir einen riesen Erfolg verbuchen. Warum? Weil du währenddessen natürlich deine Selbstwahrnehmung wieder schulst und damit natürlich deinen Selbstwert wieder aufbaust und du auch gleichzeitig noch eben an deiner Selbstfürsorge arbeitest bzw. bereits was gemacht hast. Und ich wünsche dir wirklich gutes Gelingen dabei. Eine zweite Übung kommt noch eben diese Woche, und zwar als traumasensitives Yoga-Übung. Und kannst du als Alternative auch das ausprobieren, um mit der Ruhe und mit der Entspannung eine Freundschaft zu schließen.